und damit herzlich willkommen zu einem kleinen RPG Maker Minigame. Ja, ihr dürft heute sehen, wie ich mit meiner Seegurke rumspiele. Wie ich quasi eine Seegurke heranziehe, großziehe, wie auch man das nennen mag. Genau, und es ist quasi wie Tamagotchi, nur eben mit einer Seegurke sozusagen. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, es wird lustig, aber ich bin mir sicher, das wird es. Für ARG in den... Ja, toll. Hinweis, dieses Spiel erhebt keinen Anspruch auf Realitätstreue. Der natürliche Lebensraum von Seegurken ist nicht das Aquarium. Und eine Haltung in demselben kann selbst für erfahrene Aquarienbesitzer eine Herausforderung sein. Bitte versuche nicht, die in diesem Spiel gezeigten Inhalte in der Realität nachzuahmen. Viele Seegurkenarten sind giftig. Schleichwerbung, ja, alles klar. So. Seegurkochi Seacumber Pet Simulator. Und der Titelbildschirm, der ist auch schon mal ziemlich nice, würde ich sagen. Nicht wahr? Okay, kann ich hier irgendwie was machen? Okay, komischerweise kann ich hier irgendwie gerade nichts... Okay, mit der Maus oder was? Okay. Wähle dein bevorzugtes Seegürkli. Rosafarbene Seegurke. Nö. Braunpunkte Seegurke. Nö. Japanische Stachelseegurke. Ah, die gefällt mir. Steckbrief der japanischen Seegurke. Recht klein. Normales Fressverhalten. Keine hohe Lebenserwartung. Reagiert nicht so empfindlich auf eine dreckige Umgebung. Also so wie ich. Lässt sich relativ leicht trainieren. Möchtest du dich um diese Seegurke kümmern? Ja, Seegurke! So, wieder nicht die Seegurke. Seegurkli ist mir zu langweilig. Ich nenne die Seegurke einfach Ork. So. Genau. Gefällt mir. Der Name gefällt mir. Oha. Und da ist es also geschlüpft, das kleine Ding. So, was kann ich jetzt machen? So. Okay, da steht dieser erste Tag. Keine Ahnung, reinigen müssen wir noch nicht. Aber ich darf doch wohl schon mal anmerken, dass das für so einen kleinen Seegurkochi doch eigentlich gar nicht mal schlecht ist. Hier, das Wasser, was sich immer bewegt, ist das quasi so selbst animiert worden? Weil das finde ich eigentlich schon auch ziemlich cool, so für ein Maker-Game. Achso, hier ist der Hunger, okay. Achso, er erfordert gerade, wie es aussieht, okay. Und auch so der Hintergrund, der ist ganz nett. Also, nö. Ist so ganz nett auf jeden Fall schon mal für so einen Seegurkochi. Ah. Okay, da sieht man, hier lädt sich der Hungerbalken auf, alles klar. Wie wäre es mit Training? Ja, wie nein? So, was gibt das denn jetzt hier? Arbeitsverweigerung ist das. Dann nehmen wir erstmal reinigen. Vielleicht ist es dann zufriedener. Ja, wie nichts ist zu reinigen? Ja, da brauche ich noch gar nichts mehr machen. Was soll halt hier? Nee, zurück zum Spiel. Aber im Prinzip kann es sicher zu Tode fressen hier, ne? Ich würde... Wenn es schon keine Kunststückchen macht, dann... Tja, was willst du denn sonst machen? Aber ach so, jetzt steht hier gerade. Zweiter Tag sehe ich gerade. Okay, Hungerbalken ist wieder... aufgefüllt worden, aber jetzt Training. Komm, ich hab da so viel... Ah! Ja, wer sagt's denn? Wollte schon sagen, jetzt hast du so viel gefressen, jetzt musst du dich auch mal bewegen ein bisschen. Jo. Aber viel mehr kann man eigentlich jetzt nicht machen, ne? Außer den zu füttern und ein bisschen zu reinigen, das Aquarium, gegebenenfalls. Tja. Ich überlege gerade, kann man den noch so füttern, bis die Seegurke platzt?
Wäre ja eigentlich mal ganz interessant, das herauszufinden. Ah, okay, ich verstehe. Ja, dann gibt es ja jetzt was zu reinigen. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Komm, hier ein bisschen Training. Mein Gott, ist das ein faules Stück. Und noch mehr füttern, bitte. Bis du platzt. Ja, das interessiert mich jetzt echt, ob die sich da quasi überfressen kann. Okay, der Balken ist auf jeden Fall jetzt komplett gefüllt worden. So, und jetzt musst du dich mal ein bisschen bewegen. Mein Gott, ist das denn so schwer? Ist das wirklich so schwer, sich mal ein bisschen zu bewegen, mal seinen Hintern dazu animieren, sich wenigstens mal ein bisschen, ein ganz kleines bisschen zu bewegen? Aber ich wette, fressen kannst du oder Ende, oder? Ja, natürlich, da sagt er natürlich nicht nein. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, das ist immer noch nicht komplett voll. Der Magen. Da geht noch was. Da geht noch so einiges. Ja, okay. Er kann sich anscheinend nicht bis zum Platzen vollfressen. Mein Gott, nee, okay. Also, ich sag dir eins. Wenn du dich permanent hier weigerst, zu trainieren, dich zu bewegen, dann kriegst du auch nichts mehr zu essen. So einfach ist das. So, dann lasse ich ihn jetzt erstmal so, bis zur Hälfte verhungern. Dann mache ich noch auf Training und wenn er sich dann weigert, ja, dann lasse ich den Hungersbalk einfach weiter sinken und, ja. Ne? Dann kann die Seegurke mal gucken, wo sie bleibt. So. Ja, kriegst nichts mehr. Ganz vergessen. Ja, im Prinzip kann man jetzt auch nicht wirklich viel mehr machen, auch so ein bisschen zu füttern, das irgendwie zu reinigen, Training. Ja, aber ist jetzt halb so wild. Ich meine, für das, was das Spiel ist, ist es ja alles gut umgesetzt und so, ne? Also da kann man ja eigentlich gar nichts sagen, aber ja. Ich sag mal, privat würde ich das wahrscheinlich dann nicht spielen. So, keine Ahnung, Tamagotchi war jetzt irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht, hatte ich mal vor so. Ja, ich glaube, sowas ähnliches in der Art. Ja, aber das. Ich glaube, das war bei mir irgendwie nur so zwei, drei Tage. Ganz interessant mal, sage ich mal, wo ich ein kleines Kind war noch. Aber ich glaube, ja, mehr als das war das dann irgendwie auch nicht. Hat sich also relativ schnell. Also der Reiz war relativ schnell weg, was Tamagotchi angeht. Ja, ich sag mal, es war für diese zwei, drei Tage auch sogar ganz interessant, ganz nett, ne? Aber mehr irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. War ich irgendwie nie so wirklich dann so ein richtiger Fan geworden von Tamagotchis. Wie gesagt, nur so für die zwei, drei Tage, wo ich mal so ein Tamagotchi hatte, war das ganz interessant, aber wie gesagt, mehr irgendwie auch nicht. Aber es soll ja Leute geben, die sowas richtig gut finden, ne? Also. Warum nicht? Warum nicht? Für die Leute wird das hier sicherlich auch gar nicht mal so schlecht sein, sowas. Nee. Aber technisch, die technische Umsetzung ist doch hier ganz gut geworden, auf jeden Fall. Für das, was das Spiel ja ist, ne? Muss man hier schon mal auf jeden Fall sagen. Okay, ich denke, der Hungersbalken ist jetzt so ungefähr bei der Hälfte angekommen. Dann trainieren wir doch nochmal ein bisschen. Ja, siehst du, er geht doch. Mein Gott, warum denn nicht gleich so? Da kriegst du jetzt auch wieder ein bisschen Fresschen dafür. Ich frage mich nur, wie lange das dann. Ah, okay, jetzt können wir reinigen. Bisschen was zu tun wieder. Ich frage mich nur, ob es da hier ein Limit gibt, was die Tage angeht. Oder ob das dann tatsächlich. Das ist eine interessante Frage, weil das scheint ja sowieso, die haben eine relativ kurze Lebenszeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie ein Maximum an Tagen gibt, wie die Seegurke durchhalten kann. Oder ob die wirklich nur dann stirbt, wenn sie verhungert. Oder ob sie auch an Altersschwäche sterben kann, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber wenn es möglich ist, eine gewisse Anzahl an Tagen durchzuhalten, ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, ob man dann
dieses Spiel sozusagen geschafft hat oder ob es da sozusagen oder ob das sozusagen unendlich weitergeht. Joa. So, dann warte ich jetzt noch mal ein kleines bisschen, bis der Hungersbalken wieder ein bisschen geschrumpft ist. So. Training. Nö, okay, dann kriegst du auch nichts. So einfach ist das. Dann warte ich jetzt noch mal, bis von der Hälfte quasi auch noch mal die Hälfte abgezogen wurde. Also von dem Hungersbalken. Dann gehst du heute Abend eben hungrig ins Bett. Ich gucke hier, ob ich da irgendwo noch gerade hier so irgendwelche Details entdecke, aber ich sag mal, jetzt außer der Wasseroberfläche ist hier im Prinzip alles Standbild. Aber das, ne, das, also wie gesagt, das finde ich schon recht cool, wie das hier gemacht wurde. Das interessiert mich auch, wie das hier gemacht wurde tatsächlich. Eventuell auch hier das mit den Blubberblasen, die da rauskommen. Das würde mich auch noch interessieren. Wie auch nicht, wenn die Zielung mir das so verraten könnte. Hier auf jeden Fall schon ganz nett. Ich nehme an, die Seegurke, die ist einfach so quasi so eine Art ja, Car-Set, die dafür angepasst wurde. Ich frage mich jetzt nur, ob das von Zion selbst gepixelt wurde oder nicht. Das würde mich vielleicht auch noch interessieren. Training? Nö, kriegst du weiter nichts zu essen. Ganz einfach. Und fertig. Hm, da kommt mir so eine Idee. Man könnte ja auch vielleicht, ich könnte vielleicht so eine Art Ork-Kotschi machen, ne? Also irgendwie so eine Art Tamagotchi mit 8 Orks oder so. Wäre vielleicht auch mal keine schlechte Idee, sowas. ja, komm, wir versuchen es nochmal mit Training. Was ist denn jetzt los mit dem? Können wir es hier mal erklären? Das ist ja interessant. Keine Ahnung, zählt das als Training? Ne, eigentlich nicht. Nee. Das sieht so aus, als ob der sich jetzt erst recht weigert. Oder vielleicht kann er nicht, vielleicht will er, aber kann nicht, weil er zu hungrig ist. Sieht mir nämlich so danach aus. Ja komm, wollen wir nicht so sein. So, jetzt aber. Und wenn du jetzt nicht trainierst, dann kriegst du nie wieder was zu essen. Alles klar, okay, dann gebe ich dir nie wieder was. Kann doch nicht sein, dass er sich so weigert hat zu trainieren. Das gibt's einfach gar nicht. Faules Stück. Ja, dann werde ich auf jeden Fall jetzt den Lebensbalken so oder so schrumpfen lassen und werde auch nichts mehr machen. Ich werde jetzt einfach gucken, was passiert. Ich meine, viel mehr kann man ja auch jetzt wirklich nicht in einem Let's Play zeigen. Ne? Das wäre dann irgendwie immer dasselbe und so. Deswegen lasse ich das jetzt einfach. Und schauen wir einfach mal, was passiert, wenn der Balken, ja, komplett leer ist. Tja, ja, noch schwimmst du fröhlich und putzmunter im Aquarium, aber das wird sich gleich schon ändern, mein Freund. Oh, ich bin ein Idiot. Ich habe die Musik wieder zu laut gemacht. Ja, ganz toll. Hehe. So, aber jetzt kann man mich hoffentlich gut verstehen. Nochmal ganz am Ende des Let's Plays. Oh Mann. So, dann schauen wir mal, was da so gleich passiert. Bin schon sehr gespannt. Oh nein! Was habe ich getan? Deine Seegurke ist verhungert, weil du sie nicht gefüttert hast. Ork wurde 10 Tage alt. Oh, warum nicht 8? Tja, und das war's auch schon. Ja, gut. War jetzt halt wirklich nichts Wildes. Ne? Das war wirklich nur so ein ganz, ganz kleines Seegokochi-Minigame. Also, ne, quasi so eine Art Tamagotchi. Und dafür ist es halt einfach ja, gut umgesetzt worden, ne? Wie gesagt, also sowas ist natürlich ganz nett, nette Idee, ja, aber irgendwie, ja, aber also nicht mehr und nicht weniger, ne, also zweckerfüllend auf jeden Fall. Gut, wollte ich auf jeden Fall mal ausprobiert und gezeigt haben. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen
Und ansonsten würde ich dann natürlich wie immer sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Bärenbruder.